Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir sind noch immer hier über der Bücherei, in dem Urraum, kann man so sagen. Und wollen doch jetzt mal die Treppe aktivieren und dann das Rad einsetzen, um damit dann endlich vielleicht den Night Plug zu bekommen. Ich sag das Wort so gerne, Plug. Dieses weiche Gäh von den Amis oder Engländern, Briten, wie auch immer. Mag ich. So, okay, wir setzen das natürlich ein. Kennen wir alles schon, haben wir alles schon mal gemacht. Und die geheime Tür. Mit nichts drin, so wie es aussieht, aber da ist der Plug. Jawoll, Night Plug. Gut. Was? An old dust chute. Will you jump down? Ja. Ja, warum soll man jetzt nicht einfach mal ins unbekannte Loch reinspringen? Das ist... Ja, ich würde es tun. Okay. Get away! Voll lecker, ne? Oh ja. Wir gehen mal schnell hinter und helfen Ben. War das Ben? Ich glaube, der hieß Ben, dieser Reporter. Mal gucken, ob ihm überhaupt noch zu helfen ist oder ob er jetzt schon... Ja. Werden wir gleich sehen. Oh, da sitzt er. Can you still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Oh, get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Und da ist er tot. Leon. Mail to the chief. Ich glaube, das kennen wir aber schon, oder? We have lost the mansion lab facility due the actions of the Ja, das kennen wir schon. Okay. Entschuldigt, auch das überspringe ich. Where are you going, Ada? Ada, wait. To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait. Hey. Leon, are you still there? We're leaving. Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. It'll be all right, trust me. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire! Claire! Wait, wait! Man, why doesn't anyone ever listen to me? Ich wollte gerade sagen, Leon, du hast es nicht so mit Frauen, die hören irgendwie alle nicht auf dich. Ja. Das ist jetzt die Stelle gewesen, an der Claire die drei Steine eingesetzt hat, wenn ihr euch erinnert, bei Chief Irons im Büro und dann mit dem Aufzug runterfährt, wo dann im Endeffekt leider auch Sherry ein bisschen abhanden kommt. Soll ich mich die mal? Jo, kann man machen, muss man nicht, aber ich mach's trotzdem, weil dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz und ich habe alles mitgenommen. Haha. So. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, dass jetzt irgendwie alles so auseinanderbricht, wenn man so will. Ben ist tot, die Frauen hauen ab. Naja. Aber ich kann euch sagen, es läuft bald alles wieder so in die Richtung zusammen. Weil wir wissen ja, wir werden als Leon noch eine tragende Rolle spielen, was Sherry angeht. Weil wir müssen sie ja noch befreien im Endeffekt. Beziehungsweise an den Zug bringen. Oh, ihr seid so ekelhafte Hunde. So, ich lasse euch mal wieder im Käfig. Ihr könnt von mir schon drin verrotten. Beziehungsweise, wer die Story kennt, der weiß ja noch, was mit Raccoon City passiert. Ich verrate nichts. Wow, 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 Spinny. Ich mache euch doch nichts. Guck mal, ich bin euer Freund. Ich bin euer Freund. Ich will euch doch nur lieb haben. Und bei der Größe hätte ich nicht mal Angst, dass ich denen da was mache, wenn man die ein bisschen knuddelt, die armen Spinnen. Wenn die so handgroß sind, dann hat man ja Angst, dass man die zerdrückt oder sowas. Ach, guck mal. Sehr gut. War das vorher schon da, als ich hier drin war? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir wieder ein Kraut. Schön, schön, schön. Ah, es nervt mich überhaupt, dass ich die ganze Zeit keine Muni habe für die Pistole irgendwie, ne? Das ist ziemlich doof, deswegen nehme ich jetzt mal die Magnum mit. Jetzt werden wir den ja auch noch los, diesen Plug. Ach komm, den lassen wir da. Ich könnte jetzt eigentlich schon die Crank mitnehmen. Ihr merkt schon, der Platz, der zahlt sich aus. Also normalerweise hätte ich jetzt ein volles Inventar, aber dadurch, dass ich jetzt hier diese Tasche habe,
habe ich schon wieder zwei Plätze mehr. Und das ist schon gut. Und das ist auch gut so. Jetzt muss ich halt echt überlegen. Ich nehme mal die Magnum, weil ich weiß, was jetzt kommt. Ich verrate nichts. Kommt das überhaupt? Ja, es kommt. Guck mal, William. Furchtbares Vieh. Ja, du könntest aber toll schreien, William. Ja. Du musst sterben. Und ich glaube, das war's schon. Wow. Ja, ich glaube, das war's. 6 Schuss mit der Magnum und er stützt sich. Freiwillig. Macht so einen Hulk-Smash und schmeißt sich irgendwo ins Loch runter. Das ist okay. Kann ich mit leben. Er vielleicht nicht, aber ist mir egal. So. Subi, damit hätten wir die Tür geöffnet. Yes. Ich glaube, bei Claire hätte jetzt nämlich was anderes hier gewartet. Ja. Hey. Ada. Ada, wait. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, as an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way, Leon. Endlich hört sie mal auf mich. Na, ihr habt's gehört, sie gibt nach und sagt, wir machen's auf deine Weise. Naja, da bin ich aber froh. Frau. Es ist ja mal sehr selten, dass irgendwie jemand auf Leon hört, beziehungsweise auf seine guten Vorschläge. So, hier geht's weiter. Hier finden wir wieder grüne Kräuter. Kann ich die... Ach ja, komm. Komm eins mit, das mische ich dann gleich. Wer weiß, für was es gut ist. So, mischen. Danke. Eingemischtes Kraut. Mal gucken, wie lange wir mit ihr zusammenbleiben werden, weil ich habe so die Befürchtung, das wird sich recht schnell wieder auflösen. Wir kennen das ja, wie das hier ist mit Koop-Aktionen. Das kommt ja erst in Teil 5. Oh, da gibt es wieder was zu lesen, aber ich glaube, das kennen wir auch schon. Sewer Manager Facts, ja, das kennen wir. Interessiert uns nicht, das war sogar noch uninteressanter beim ersten Mal, als wir hier waren. Jetzt ist die Frage, ich lege das mal ab. So, wir brauchen nur eine Heilung, wir sind so männlich. So, warte mal, hier war doch was hinter, das weiß ich noch. Schieben, schieben, schieben. Jawohl. Eine Tür. Wo führt uns die nochmal hin? Weiß man nicht. Ja, natürlich öffnen wir die. Das Warehouse. Es könnte sein, dass sich hier unten jetzt noch ein Zombie befindet, aber das macht nichts. Ich habe zwar nicht mehr viel Munition, aber für einen Schrotkopfschuss reicht's immer. Warum ist es hier so dunkel? Ah, Lämpchen. Es ist eine Alkohollampe. Plenty full of... Was? Plenty of fuel remains. Also es ist noch sehr voll mit Petroleum oder was auch immer. Ah, und da blinkt schon, da blinkt es schon. Magnum, jawoll. Magnum, da freue ich mich doch immer. Warte mal, ich nehme auf jeden Fall die Schrotflinte. Weil ich könnte wetten, hier lauert noch einer im Dunkeln. Wenn es nicht so düster wäre. Oh, da ist wieder eine Lampe. Und da tropft was von der Decke. Ich hoffe mal, das ist kein Licker, weil das könnte hier durchaus passieren, dass da einer im Dunkeln wartet. Nee. Oh. Und Schrot. Ja. Dann nehmen wir halt nur das harte Zeug. Das ist auch gut. Ich meine, ich würde mich halt über ein bisschen Pistolenmunition sehr, sehr, sehr freuen. Aber wenn es das nicht gibt, dann ist halt Pech, ne? So. Das war's soweit. Ja, es hat sich gelohnt. 7 Schrot, 8 Magnum. Was will man mehr? Damit lässt sich einiges an Zombies und überhaupt Viechern killen. Ada, wait! Ah, so gut, sie hat gewartet. Wer hätte es gedacht? Warte mal, ich glaube, eine Spinden ist doch... Ja, First Aid Spray. Wer es braucht. Okay, ein Old Locker. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ja alles gesammelt. Können wir weitergehen. Ich nehme das Spray mal mit. Man weiß ja nie, für was sich das noch verwenden lässt. Also ich weiß schon für was, aber wann, ist halt die Frage. Woman was... I have to talk to her.
Ja, du bist gut. Lass halt Leon liegen, ne? Oh ja, komm. Ja, wenn ihr euch erinnert, wir haben beim A-Durchlauf, ganz zum Schluss, haben wir Claire gespielt. Haben dann Leon gesehen, wie er aus dem Zug schaute. Und da hat er so eine Bandage um die Schulter. Warte, du Kuh, ich krieg dich. Und daher kommt die. Also nur, falls ihr euch wundert. Weil mit dem Kostüm sieht man es leider nicht. Ja, die kennen wir auch schon, die Gute hier. Die mit dem weißen Laborkittel und den blonden Haaren. Ja, die Käfer kennen wir auch. Schnell durch, bevor... Ah, die sind so widerlich. Kakerlaken oder was auch immer das sein soll. Pfui. Wo bist du denn, Aldi? Ich krieg dich. Don't move. You're the one who was with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. Where did you get that pendant? It looks exactly like the one I gave Sherry. She dropped it. I've been holding on to it for her. Liar! Give it back to me! Too bad. Wie eiskalt sie ist. Zu schade. Damit hätten wir wieder was rausgefunden. So ein kleines Geheimnis. Warum der Anhänger so wichtig ist. Oh, guck mal, he's holding on something. I don't need this right now. Ja, brr. Die Medaille, die könnte man nämlich schon gebrauchen. Ihr wisst ja, für diesen Wasserfall, um den Zugang zum Labor zu erlangen. Aber Ada, es ist halt nicht wichtig. Ja, ja. So, wir gehen mal hier runter. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt hier runter oder müssen wir eigentlich schon zurück? Schauen wir mal. Hm. Oh. Ada? Oh, er ist verletzt. Na gut, man sieht es jetzt nicht. Komischerweise, wenn ich das Standardkostüm anhätte, hätte er jetzt einen fetten Blutfleck auf der Schulter durch diesen Schuss eben, aber das hat er nicht hier. So, und ich glaube, hier gibt es auch noch was. Können wir jetzt nochmal auf die Seite hoch, auf der Claire normalerweise war. Warte mal, hier spinnt ein Old Locker. Old Locker. Ein Old Locker. Gut, da ist nichts. Na, schade. Aber hier sind nochmal drei grüne Kräuter. Die nehmen wir natürlich alle mit. Alle mit, alle einpacken. So. Ich glaube, die können wir auch mischen. Yep. Zwei grüne, ein blaues geht auch. So, nehmen wir die noch mit. Das müsste jetzt eigentlich soweit gewesen sein. Ich glaube, in der Tasche auf dem Tisch sind noch ein bisschen... Haben wir noch ein bisschen Pistolenmunition. Mal gucken. Könnte sein, muss aber nicht. Okay. Eins. Na, schade. Nein. Nicht das auf keinen Fall usen. So. Ich glaube, die hier geht... Ja, die ist locked. Okay, dafür bräuchten wir den Dietrich von Claire. Haben wir nicht. Deswegen fahren wir gleich wieder runter. Mit komischem Laggy-Sound. Und wollen mal gucken, dass wir die mal einholen, die blöde Kuh. Mensch, Ada. Haut sie einfach ab hier vor uns. Lässt uns da liegen in unserem eigenen Blut.
So, ich glaube, wir können hier aber nicht auf dem Weg hinterher, auf dem sie jetzt da lang gerannt ist. Oh, und ihr hört wieder dieses dumpfe Pum, 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 Pum. Ja, dreht sich ganz schnell, können wir nicht. Aber ich glaube, hier gab es noch Muni oder die Medaille. Ja, die Wolfsmedaille. Und Muni haben wir auch noch. Ein Small Key, ja, toll. Einstecken, sonst haben wir nichts, okay. Hier noch was? Nee. Spidey, da ist sie. Spidey! Hallo, Spidey. Wie geht's euch? Du sollst nicht irgendwie Zeug auf mich fallen lassen. Das ist nicht nett, Spidey. Hast du vielleicht noch was da? Nee. Ja, das sind die Wachen aus der Videosequenz. Wenn ihr euch erinnert, aus dem ersten. Also aus dem A-Durchlauf. Ja, ich werde mich jetzt oft auf den beziehen. Weil dann versteht man die ganzen Andeutungen auch erst richtig. Wenn man hier alles schon mal gesehen hat. So, jetzt können wir die schon mal einsetzen. Klack. Oh, Spideys, die sind genau über mir, glaube ich. Ne, sind sie nicht. Oh, das ist... Ja, wenn sie genau über mir sind, dann wird es gefährlich, weil dann lassen sie ihr komisches Gift auf mich runterregnen und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So, da ist Blaues, haben wir aber... Brauchen wir nicht. So. Deswegen habe ich wieder die Valve dabei. Wir wissen warum. Ich kürze das mal kurz ab. Oh, guck mal, wie schnell das ging. Heieieiei. So, und jetzt lassen wir sie natürlich gleich wieder hoch, diese Brücke, denn die brauchen wir oben wieder. So, komm, zack. So geht das ganz schnell. Wir nehmen uns die Schrotmunition. Kann ich es mir erlauben, jetzt hier grünes Kraut mitzunehmen? Ich weiß es gar nicht. Das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich es nicht brauchen würde. Ach komm, ich mach's einfach. Warte mal, ich konsumiere gleich eins. Ich wurde ja ein, zwei Mal getroffen von dem blöden Hunter. Nicht Hunter. Von dem blöden Mr. T vorher. Mr. Tyrant mit Mantel. Weil das wäre jetzt wahrscheinlich eh wieder kurz vor Gelb gewesen. Von daher, ja. Oh ne, jetzt kommt das hier wieder. Ah. Ich weiß gar nicht, kommt das nochmal, das Vieh? Wenn ihr euch erinnert, das Krokodil, das hier das erste Mal kam bei Claire. Ich meine, ja, das kommt jetzt auch wieder. Ah. Mensch, Kerle. Das wäre jetzt nicht so toll. Aber es ging ja eigentlich ganz easy. Wir mussten ja nur die Gasflasche abschießen. Oh. Kommt nicht. Ada! Ada, wait! Na? Schnecke. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. Manchmal kommt es im ersten Moment so vor, als wäre dieser Schädel auf seiner Jacke hinten das Trollface. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Sie ist so eiskalt, ne? Irgendwie. Ja, damals war man nicht auf den Gedanken gekommen. Aber wie gesagt, jetzt habe ich so den Eindruck, als wäre das manchmal das Trollface auf Leons Jacke. Wenn man nicht genau hinschaut, dann denkt man so, hör, was? Troll? So ein bisschen. Ah ja, ich bin so doof. Ich hätte es natürlich nicht ein... Nee, ist egal. Jetzt kommt, nutzen wir es mal. So, ich glaube, ich kann jetzt auch nochmal zurückgehen. Ich habe jetzt den kleinen Schlüssel und kann dann unten in diese Vorratskammer nochmal rein, oder? Es wäre es wert, jetzt nochmal auszuprobieren. Auf jeden Fall kann ich hier mit der Valve, glaube ich, jetzt das... Was, wie, was? Fan Regulators, blablabla. Okay. Ja, doch, kann ich. Kann ich. Gut. Ich habe das Ding noch. Warum habe ich das blöde... Ich will diese blöde Valve loswerden. Ich hab die halt die ganze Zeit bei mir. Das ist ein bisschen störend. So, jetzt schnell durch. Schnell. Aber die Käfer sind ja weg. Die sind ja weggeblasen worden. Komischerweise, wie können die sich hier einnisten, wenn das hier so eine Ventilationskammer ist? Oder so ein Ventilationsschacht, frage ich mich. Wirklich. Wie geht sowas? So, wir gehen aber schnell mal hier hoch. Ich habe ja gesagt, ich will nochmal zurück und versuchen, ob der Schlüssel da passt. Wenn, das wäre es nämlich richtig super. Weil da finden wir doch bestimmt noch ein bisschen Munition oder irgendwas Brauchbares zumindest. So, hier lang. Ich glaube, das Gute ist auch, während Ada bei uns ist, schießt sie noch fleißig mit uns. Das wäre natürlich richtig toll. So, klack, klack. So, und jetzt. Können wir's? Ja, super. Können wir aufschließen. Perfekte Mor. Geh mal runter. Ja, Ada bleibt natürlich wieder da, glaube ich. Oh, das ist nicht so wild. Klack, 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 klack. Oh, da blinkt schon was. Ja, da blinkt mich was fröhlich an. Nein.
Du, ja, 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 noch mehr Magnum. Oh ja, ich hab's gewusst, da ist ein Zombie. Mr. Z. Mr. T und Mr. Z. Oh, da war doch Schrot. Da war doch Schrot. Super. Seht ihr, ich sag ja, es lohnt sich. Auch wenn es nur mit dem kleinen Schlüssel war. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Renne halt in meinem Kreis. So, perfekt. Leute, es geht wirklich sehr schnell voran. Wir haben gerade mal Part 5 und sind jetzt schon im Begriff, in das unterirdische Labor zu gelangen. Dann fehlt uns ja nicht mehr allzu viel, wenn ich so überlege. Dann müsste wahrscheinlich in 2 bis 3 Parts der ganze Spuk wieder vorbei sein. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es rückblickend doch so kurz ist, das Spiel. Wenn man halt alles weiß, natürlich, ne? Aber das ist ja immer der Zweifelsfall. So, Goody. Dann würde ich sagen, ich mache hier nochmal einen kleinen Cut an dieser Stelle und sage schon mal bis zum nächsten Mal mit Resident Evil 2.